Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Und wie ihr sehen könnt, wir können in das Gebiet. Ja, ist es denn Möglichkeit? Ich habe schon überall gesucht, wo könnte denn es sein, wo wir hin müssen? Und ja, da unten ist es. Und ich habe schon geguckt, Leonardos Maschinen. Es gibt noch keine. Wir können noch keine machen. Schade eigentlich. Also folgen wir der Story ein bisschen, machen den Borgia-Turm nieder, springen von dem Aussichtspunkt und ja, das war's dann. Aber denke mal nicht von dem Part. Der Part kann länger dauern. Na, dann wollen wir mal. Hört her! Trinkt nicht das Wasser des Devere südlich des Campo Marzio. Warum sollte ich? Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie komme ich da hin? Pferd. Ich glaube, mit dir geht's viel schneller. Bam, 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 bam. Oh scheiße, ich komme da nicht hoch. Aber da hinten können wir dann hier rum. Dann, ja. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Oi, 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 oi. Andiamo! Und jetzt... Ah, hier können wir noch nicht durch. Was ist das? Es gehört zum anderen Gebiet. Was für ein Gebiet ist denn das? Ach so, das gehört hierzu. Wir können aber wahrscheinlich... Warte mal, ich versuche mal das hier. Vielleicht können wir das nämlich machen. Schon vorher. Ich weiß ja nicht, wie weit die Abgrenzung ist. Okay, hier gehe ich jetzt alleine weiter. Mal sehen, wie weit ich komme. So. Eieiei. Ja, das sieht gut aus. Hm. Hier war ich... Oh, hier geht's nicht weiter. Also ist hier die Abgrenzung. Ah, Mist. Sehr schlaue Ab... Ah, sehr schlau gemacht von den Entwicklern. Hier können wir doch noch nicht lang. Das heißt, ich glaube, da können wir auch noch nicht rein. Ich versuche es mal von der Seite hier. Und, hey, wer bist denn du? Kann ich dies heilen? Nein. Ja, und dann da hinten im Watcher-Turm. Ich frag mich, ob wir da schon hin können. Meine Maurer können leider nicht arbeiten. Ein andermal. Es sieht nicht danach aus, als könnte ich zum Watcher-Turm rein. So eine verfickte Scheiße. Habe ich gerade was Böses gesagt? Nein, ich glaube nicht. Okay, dann folge ich einfach dem Weg weiter. Zu meinem eigentlichen Ziel. Nicht fallen, Ezio. Okay, dann müsste ich hier reinkommen. Schade eigentlich, dass ich da noch nicht hin kann. Aber, naja, lässt sich nichts machen. Lässt sich nichts machen, genau. Dann gehe ich eben hier hoch. Und ich hoffe, dass wir den Borgia-Turm dort wenigstens machen können. Zumindest können wir hier hoch. Ah, ich sagte, wir können hier hoch. Genau so. Oh, wir müssen da hoch. Scheiße, wie kommen wir denn da hoch? Verdammt, das geht gar nicht, oder? Ja, leck mich doch. Hm. Tja. Muss ich warten, bis das Aquädukt halt fertig ist, denke ich mal. Okay, dann mache ich den Borgia-Turm. Ist auch kein Problem. Wenn ich das schon machen kann. Ich denke mal schon. Da gehe ich da hin und trete den Borgias in den Hintern. Come on.
Wenigstens das, damit wir wenigstens ein bisschen was von der Karte haben. Und wehe, es ist gesperrt. Drehe ich am Rad. Weil ich laufe ungern. Wege umsonst. Ah, ich drehe am Rad. Okay, wahrscheinlich im nächsten Kapitel. Na, dann haben wir halt Pech gehabt. Ach, dafür brauche ich keine Markierung jetzt. Da laufe ich einfach gnadenlos hin. Okay, was muss ich machen? Bestimmt eine der Maschinen, bestimmt. Genau, die Templeraufseher eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Die Söldner in einem Kampf schicken. Söldner in einem Kampf schicken? Welche Söldner? Jetzt mal wirklich, welche Söldner? Gibt's doch keine. Warte mal, ich aktiviere das mal kurz an der auf der Karte, um zu sehen, wo die Söldner sind. Warte mal, strategische, ja, Söldner. So, und jetzt? Söldner. Okay. Sind hier keine. Hallo, Söldner. Ja, ja, ist ja gut. Dann schicke ich halt... Mache ich so wie vorhin auch. Und tschüss. Da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig. Für mich sind das meine Söldner. Tja, sorry, aber... Wie soll ich denn das sonst machen? Weil ich hatte keine Söldner. So, und jetzt haben wir Kriegsmaschinen hier, oder? Haben wir jetzt hier eine Kriegsmaschine? Dann gucke ich mal nach. Ach, bestimmt auf der anderen Seite. Dann mal schauen. Genau. Solche Gebiete sind dann meistens Kriegsmaschinen. Also Gebiete, in denen man nicht reinkommt. Zumindest in denen man nicht normal reinkommt. Da wird man nie wieder reinkommen. Schade eigentlich. Aber das mit den Söldnern war doof. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich Söldner gesucht. Aber naja, sei es drum. Man kann nicht alles haben. Tja. Mal sehen. Boah, das ist doch mal geil, oder? Boah, Maschinengewehr. Mission. Hey, yeah. Was ist meine Aufgabe? Vor Zerstörung der Baupläne. Niemanden töten. Alles klar. Kann ich die betäuben? Passt gut auf die Waffe auf. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Sollte irgendetwas geschehen. Eine Entdeckung führt zur Desynchronität. Ah ja, okay. Nicht entdecken lassen. Und... Alter, das wird schwer. Hm.
Wer ihr da? Er ist mir bekannt, aber woher? Puh. Alles klar. Bauplane des Maschinengewehrs. Warnung. Eine Entdeckung führt zu Desynchronität. Ja. Ist mir schon klar. Jetzt muss ich hier nur noch irgendwie dahin. Ah ja, okay. Sauber. Jetzt da irgendwie runter. Und die Kutsche klauen. Alles klar. Jetzt darf ich töten, oder? Mach ich aber nicht. Denn die gucken eh nicht nach mir. Ich kenne ihn. Scheiße, das war mies. Das war unfair. Da stand interagieren. Ich hab gedrückt und der... Oh, und ich konnte da nicht mehr zurück. Verdammtes... Ah, ich hoffe, ich bleib... Ah, ich... Ja, genau. Checkpoint hier. Genau das hatte ich vor. Die Maschine... Das Maschinengewehr muss ich zerstören. Und dann... Warte mal, habe ich die Mission denn wenigstens schon erfolgreich abgeschlossen? Das ist der falsche Knopf. Vor Zerstörung der Baupläne. Niemand töten. Ich teste es einfach mal. Und wir haben ja unsere schönen... Warte mal. Wo sind die Giftdinger? Das sind doch Giftdinger. Na, die kann ich nicht einsetzen. Na super. Okay. Dann eben so. Okay. Und der letzte. Ja, es hat nicht zur Desynchronität geführt. Ach, Desynchronität eh nicht. Aber zum Fehlschlag. Was? Nicht. Also, wir haben einfach gut gehandelt. Sagen wir es mal so. Jetzt dürfen wir nämlich töten. Und jetzt untersuche ich jeden. Alles voll. Okay. Und jetzt darf ich... Darf ich? Ja, ich darf. Viel Spaß. Wow, wow, wow. Eieiei. Das war knapp. So, jetzt müssen wir noch ein Minispiel absolvieren. Alter. Alter. Mist! Eieieiei! Au! Au! Leckt mich! Ich hole euch eh ein! Na kommt schon. Ich kriege euch noch. Bin ich jetzt drauf? Ja. Jetzt darf ich die Maschine benutzen, hoffentlich. Komm. Verreck. Bam. Jetzt bin ich dran.
Alter, jetzt mache ich das mal so. Nicht sehr helle, was? Schieß sie nieder! Und so. Ah ja. Schade eigentlich, dass ich die Maschinen nicht benutzen darf. Ah, jetzt. Bam! Yeah! Ich kann auch mit einer Art. Alter! Lasst mich! So tötet ihn doch! So, geheilt. Super! Geheilt! Nix da! Ach, der ist einfach umgefallen. Oh, ist eigentlich daneben. Au, Mann! Halt du mal! Bleib auf der Straße! Meinte er jetzt meine Gegner? Heilige Scheiße, jetzt kommen die von der... Ja. Haha, der ist über sich selbst geflogen. Arschgesicht. Scheiße. So, jetzt sind sie alle gefallen. Wow. Pferde, macht mal halblang. Alter, so schnell kann ich gar nicht zielen. Ihr entkommt uns. Ihr werdet euch aufknüpfen. Hat einen Fehler. Doch. Na, kommt schon. Noch ein bisschen. Jawohl. Ja. Nein, nix da. Ah. Oh, Junge, fahr doch mal vernünftig hier, ey. Ach, Idiot da. Wie viele von diesen Dingern gibt es denn? Das ist gut. Mann, hört auf mich zu schießen. Genau. Wenn nicht, werdet ihr alle sterben. Shit. Sterbt doch alle. Mir doch wurscht. Die sind doch Fässer. Die explodieren doch bestimmt, oder? Yeah! Oh. So sehen übrigens alle solche Maschinenmissionen aus. Etwas spezieller als normale Missionen. Ich liebe es. Das war der Anfang von solchen speziellen Sachen. Weil sowas haben sie in Revelations, denke ich, auch mal reingemacht. Aber auch nur kurz. Leider. Aber dafür geil. Die kompletten ersten zwei Sequenzen von Revelations sind cool. Also so aufgemacht. Bauleiter der Kriegsmaschinen auf. Ah. Sprich. Hier ist eine Leonardo-Maschine. Da ist eine Leonardo-Maschine. Da ist eine Leonardo-Maschine. Ich denke mal, eine machen wir noch. Kann ich da jetzt hier hin? Ich hoffe. Ich versuch's mal dahin zu kommen. So.
Das mit den Assassinen mache ich jetzt nicht. Das mache ich in... Oder, ach komm. Denn schon, denn schon. Ha? Habe ich noch ein paar Fähigkeitspunkte zu. Jetzt kann die sogar schon schießen. Ich drille auf jeden Fall schon mal welche vor, damit die anderen schneller leveln. Weil, schaut mal, die sind erstmal Level 2, ne? Wenn die schon vorher stärker sind, dann kann ich die immer mitschleifen und kriegen dann schöne Erfahrungspunkte. Kann ich jetzt da was machen? Ach, für 492 mache ich da nichts, oder? Doch, die könnten 50%, aber nee, das ist mir zu billig. Nee, dafür sind sie noch zu schwach. Hier sind 10 Missionen. Mal sehen, was da sonst noch gibt. Konstantinopel. 830, das ist gut. Komm. Wenn ich den... Oh, es sind nur 78. Scheiß ich drauf. Ich brauche das. Und ich hoffe, es ist erfolgreich gekrönt. Sonst habe ich nämlich 5 Assassine weniger. Oh, Köln. Gehen wir mal nach Köln. Genau, Schulgeld. Das habe ich bestimmt wenig Knete, wenig Assassinen. Yep, aber dafür Leonardo Maschinen. Und vielleicht noch ein Borgia hinterher. Moment mal. Ah, was labe ich da? Ach. Jetzt bin ich wegen Leonardos Maschinen im Wort jetzt ein bisschen durcheinander gewesen. Ich meine, jetzt haben wir wenig Assassinen. So, oh. Aber können wir jetzt dahin? Können wir jetzt dahin? Oder ich glaube noch nicht, aber man kann es ja. Nee, brauchen wir es gar nicht zu versuchen. Aber dahinter. Wir sind wenigstens ein Stückchen näher an den Borgia auch Dings. Tomaten. Was sollen wir mit Tomaten? What the fuck? Okay. Nein. Den können wir noch nicht helfen. Dafür müssen wir ja den Borgia-Typen erstmal erledigen und da können wir nicht rein. Wir haben extra nur die Borgia-Turm abgeschottet. Ich glaube, die sind bescheuert. Moment mal. Wohin laufe ich überhaupt? Ich will dahin. Ach, da hinten ist übrigens noch ein... Das müsste ich eigentlich schon machen können. Den hier. Beschädigte Aquädukt. Kaufe ich das mal schnell. Da ich ja... Ich müsste glaube schon wieder... volle Bankkonto haben. Egal. Das hole ich später. Und ich hoffe, das Aquädukt kann ich reparieren. Aber erstmal die Frage, wie komme ich da... Nein. Ja, kann ich natürlich nicht reparieren. Oh, ist das schön. Ey, wisst ihr was? Leckt mich, Entwickler. Ihr seid so unfair. Oh. Echt, diese Linien. Ich kann sie auch nicht sehen, weil ich gar nicht synchronisieren kann. Dann gehe ich eben da lang. Pech. So, jetzt muss ich glaube nur den Typen, der die Maschinen baut, bla bla bla, muss ich erst töten und so weiter. So wie vorhin. Dann mal schauen. Bestimmt schnell. Kriegspläne, den Aufspürer mit einer Rauchbombe betäuben.
Dann mal schauen, wo ist der Typ? Warum? Ach egal. Ich will es gar nicht. Wo? So. Wo ist der lang gerannt? So, die anderen sind dann auch weg. Eieiei. Yeah, jetzt geht's richtig ab. Und tschüss. Und für diese Maschine müssen wir einfach nur dahin. Okay. Typen haben wir mit einer Rauchbombe betäubt. Und ihr seht schon, da hinten ist das Gitter. Aua. Übrigens, ich muss mal einen Schmied aufsuchen. Ich glaube, meine Rüstung ist erstens ein bisschen beschädigt und zweitens, wir brauchen neue Rüstung. So, dann gehen wir mal da rein. Mission müssten wir noch schaffen. Hoffe ich. Ich hoffe, es ist nicht zu lang, die... der Part, obwohl ein bisschen lang da war ja sein. Boah, meine Ohren. Den Borgia-Einfluss eliminieren, ja. Mache ich schon die ganze Zeit und oh, ich sehe jetzt. Ich halte das bald nicht mehr aus, ey. Und es ist schon 0 Uhr. Tja. Oh, kannst mal schneller laden, ey. Und wir sind in Valnerina. Und es geht um die Bomber. Geil. Wir dürfen uns wieder nicht entdecken lassen. Flugmaschine. Mit einer leichten Kanone wurde sie ausgestattet. Hei. Und die Benutzung des Bombers nicht... Bei Benutzung des Bombers nicht angeschossen werden? Wow. Das ist schwer. Wie den Architekten des Bombers. Eine Entdeckung führt zur Desynchro. Alter, wo ist der? Der könnte überall sein. Ein Pellegrin. Ja, ich hab die schon gesehen. Nein. Verdammt. Hör auf mir nachzuspionieren, Mann. Oh. Da ist noch einer. Hat man mich entdeckt? Scheiße. Eine Frage, sollte ich den vielleicht nicht töten, den Architekten? Ich glaube ja. Ich würde mal sagen, das sehen wir im nächsten Part. Also, bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zvineta.